der Galaxis Unrecht herrscht, greifen Commander Cosmo und sein treuer Weggefährte, der große rote Kampfroboter Red, ein, um das Unrecht zu bekämpfen und der Gerechtigkeit zum Siege zu verhelfen. Begleiten wir Sie bei Ihren fantastischen Abenteuern, welche Sie in die unendlichen Weiten und Orte der Galaxis führen. Verschlüsselte Übertragung auf XB-12. Hier, Commander Cosmo. Gehe auf XB-12. Verschlüsselung aktiviert. Senden Sie. Commander Cosmo, Geheimdienstchef Galahad erbittet umgehend Ihr Erscheinen. Es ist von höchster Dringlichkeit, Commander. Habe verstanden. Wir sind schon auf dem Weg. Hey, Red! Komm schon, Kumpel. Es geht wieder los. Überraschtes Erstaunen. Oh, es geht schon wieder los? Dabei hatte ich nach unserem letzten Abenteuer auf Lando 7 auf ein paar Tage Erholung gehofft und darauf, dass meine Gelenke etwas Rost ansetzen können. Ach, Kuppe, die Legierung deines Kampfpanzers lässt doch nicht einmal einen einzigen Kratzer zu. Wo soll da also irgendwo ein Körnchen Rost herkommen? Irritierte Verwunderung. Ich bin zwar für die Ewigkeit gebaut, aber auch ein Kampfroboter meines Formats benötigt Wartung und Pflege. Seufzendes Aufstoßen. Dabei habe ich mich schon so auf ein Ölbad gefreut. Ich verspreche dir, dass du ein schönes, heißes Ölbad bekommst, wenn wir fertig sind, ha? Okay. Checke Hyperantriebe 1 und 2. Kurs Richtung Erde, Central City. Und ab geht's. Ihrem Raumschiff Silverstar eilen Commander Cosmo und sein Co-Pilot Red mit einer unglaublichen Geschwindigkeit die Sterne hinter sich zurücklassend zur Erde. In Central City, mit über 200 Millionen Menschen, die größte Stadt und zugleich auch Hauptstadt der Erde des 30. Jahrtausends, hat der interplanetarische Geheimdienst seinen Sitz. Dort wird der Commander bereits vom Geheimdienstchef Galahad ungeduldig erwartet. Ah, Commander Cosmo. Wir haben schon auf Sie gewartet. Wir haben uns sofort nach Ihrer Nachricht auf den Weg gemacht, Sir. Schön, Sie wiederzusehen, Commander. Es ist auch schön, dich wiederzusehen, Red. Aufrichtige Freude. Auch ich bin erfreut über unser Zusammentreffen, Chief Galahad, Sir. Sag mal, Red, bist du etwas kleiner geworden? Irritierte Verwunderung. Oh nein, Sir. Nach meiner Analyse bin ich nach wie vor exakt 2,72 Meter groß. Dank meiner neuen Trioblack-Verbundpanzerung bin ich nun allerdings 12 Kilo leichter und habe somit ein Kampfgewicht von exakt 246,3341 Kilo. Dadurch habe ich im Agilitätsmodus an Geschwindigkeit dazugewonnen, welche sich positiv... Ist schon gut, Red. Ich habe nur einen kleinen Scherz gemacht. Irritierte Resignation. Oh, tut mir leid. Die Beurteilung menschlichen Humors bereitet mir nach wie vor Probleme. Angemessenere Reaktion. Ha, ha, ha. Chief, warum haben Sie uns rufen lassen? Wie können wir Ihnen helfen? Wegen dem hier. Wir brauchen dringend Hilfe. Unsere Position ist Asimut.
Ja, leider. Die Piratenangriffe haben in letzter Zeit überhand genommen. Nicht nur im Pergola-System, sondern in vielen weiteren Systemen. In den letzten Tagen gab es Dutzende Attacken auf Frachtschiffe wie die der Corner. Was hatten die Schiffe geladen? Tja, das ist das Merkwürdige daran. Viele Frachte hatten nicht besonders wertvolle Fracht an Bord, die sich für Piraten lohnen würde. Weswegen die Schiffe auch ohne Eskort unterwegs waren. Nur wenige der überfallenen Schiffe hatte Edelkristalle und andere Luxusgüter an Bord. Vielleicht ein Ablenkungsmanöver der Piraten, um die Routen der Frachtschiffe zu beeinflussen? Ja, möglich. Jedenfalls ist der Interplanetare Senat über diese Entwicklung besorgt und hat den Geheimdienst mit der Klärung der Piratenüberfälle betraut. Wie können wir Ihnen helfen, Chief? Ich habe zu wenig Schiffe zur Verfügung, um alle Sektoren zu überwachen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich zum Motori-Sektor begeben. Dort wird bald wieder ein Frachter mit Edelkristallen unterwegs sein. Und bisher war es im Motori-Sektor doch auffällig ruhig. Na, ich verstehe. Sie erwarten in dem Sektor einen Überfall durch die Piraten. Ja, so ist es. Leider. Das Frachtschiff wird mit einer Eskorte von 2 Jägern begleitet. Ich könnte allerdings ruhiger schlafen, Commander, wenn ich Sie mit der Silver Star in der Nähe des Frachtschiffes wüsste. Wir sind schon auf dem Sprung. Komm, Kumpel. Es gibt Arbeit. Viel Glück, Commander. Mit ihren 2 Hyperraumantrieben trifft Commander Cosmos Raumschiff rechtzeitig im Otori-Sektor ein. Die Silver Star ist ein Raumschiff, welches auf Geschwindigkeit und Bewaffnung ausgerichtet ist. Kleiner als ein Frachtschiff, aber deutlich größer als normale Raumjäger und dabei genauso wendig, kann die Silver Star Passagiere sowie auch kleineres Frachtgut aufnehmen. Zum Zwecke ihrer Schnelligkeit verzichtet die Silver Star auf eine starke und schwere Panzerung. Doch verfügt sie bei deaktivierter Waffenenergie über ein Tarnschild, welches sie für Feinde und Sensoren eine Zeit lang unsichtbar macht. Mit aktiviertem Tarnschild legt sich die Silver Star im Otori-Sektor auf die Lauer. Da, der Langstreckensensor meldet sich. Das muss wohl das Frachtschiff mit den Edelkristallen an Bord sein. Bitte lass das vom Computer checken, Red. Feststellung. Sie haben recht, Commander. Der Computer identifiziert das Signal als Frachtschiff der Minenklasse, welches von 2 kleinen Jägern eskortiert wird. Von den Piraten ist allerdings nichts zu sehen. Ob sie den Braten wohl gerochen haben? Irritierte Verblüffung. Ich kann nicht beurteilen, ob kulinarische Fähigkeiten den Piraten dazu verhelfen, unser Tarnfeld zu umgehen und uns aufzuspüren. Ach, das war doch nur so eine Redewendung, Red. Wenn die Piraten eine Attacke starten, dann können sie diese eigentlich nur von diesem kleinen Planeten da aus starten. Feststellung. Bei dem Planeten handelt es sich um Garvin 3. Ein Wüstenplanet und unwirtlicher Ort mit nur spärlicher Besiedlung. Im Galaktischen Krieg diente er als Gefängnisplanet. Und Bingo! Da sind sie. 5 Piratenjäger und ein Kaperschiff. Sie greifen die Eskorte an. Da mischen wir mit. Deaktiviere das Tarnschild und mach die Plasmakanonen scharf. Auf geht's! Achter Kapitän! Ergebt euch! Ihr habt keine Chance! Eure Eskorte ist kein Gegner für uns! Ergebt euch freiwillig und wir verschonen! Achtung, Red! Der da vorne will ausbrechen! Hast du ihn im Visier? Kampfmodus. Zeit voraus! Auf 0.3! Verdammt, was zum... Gut geschossen, Kumpel! Der ist hinüber! Ausschwärmt! Ausschwärmt! Wir haben Hilfe bekommen! Achtung, Eskortenführer! Ihr Commander Cosmo zu Ihrer Unterstützung.
Nehmt euch die beiden Piraten links vor euch zur Brust. Wir kümmern uns um die anderen beiden. Verstanden, Commander. Das Quarter 2. Folgen Sie mir. Sehr gut. Die Eskorte nimmt die beiden aufs Korn. Und wir schnappen uns wieder. Voller Schub! Kampfmodus, weit voraus. Beschuss in 3, 2, 1. Volltreffer. Weiteres feindliches Schiff voraus. Rückzug, weg hier! Wir ziehen uns zurück! Kampfmodus, Feinde treten die Flucht ab. Gleicher Abfahrtkurs. Lass ihn ziehen, Red. Sie haben genug. Wir haben noch das Kaperschiff und seinen Piloten. Nun spielen wir mal die Piraten und kapern das Kaperschiff. Achtung, feindliches Piratenschiff! Ihr habt das Gefecht verloren und mit eurem Schrotthaufen kommt ihr ohnehin nicht weit. Im Namen des interplanetarischen Geheimdienstes nehmen wir euch und euer Schiff in Gewahrsam. Kooperieren Sie? Ich kooperiere. Sehr gut. Wir setzen bei. Achtung, Eskortenführer! Sie können Ihren Kurs nun fortsetzen. Wir kümmern uns um den Piraten und bringen ihn nach Central City. Verstanden. Wir setzen unseren Kurs fort. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Commander. Das Hauptquartier des Geheimdienstes in Central City zurückgekehrt, wird der gefangengenommene Pirat schließlich vom Geheimdienstchef Galahad persönlich verhört. Doch leider ist aus dem Piraten bisher keine Information herauszubekommen. Und Sir, hat er geredet? Nein, leider nicht. Kein einziges Wort ist aus ihm herauszubekommen. Er will einfach nicht reden. Ich habe da eine Idee. Keine Sorge, der wird schon reden. Was haben Sie vor, Cosmo? Red, wir werden an dem Verhör teilnehmen. Und du wirst bitte so tun, als würdest du dich in deinen Kampfmodus begeben. Dein Anblick ist schon imposant genug. Aber im Kampfmodus, mit deinen dann leuchtenden Augen, bist du sehr furchteinflößend. Widerwillige Ablehnung. Verzeiht, Commander, aber wie ihr wisst, lehne ich Gewalt ab, wenn diese nicht zum Zwecke der Schutzbefohlenheit absolut notwendig ist. Es verstieße gegen den obersten Code meiner Programmierung. Ich muss euer Gesuch ablehnen. Kumpel, du sollst ja auch nur so tun, als ob. Und unseren Freund da drin ein wenig einschüchtern. Erheiterte Feststellung. Ah, ich verstehe. Eine List. Nun, dann schlage ich vor, mich während des Verhörs in den Wartungsmodus meiner Systemanalyse zu begeben. Im Wartungsmodus leuchten meine Augen ebenfalls. So machen wir es. Kommt. So, mein Freund, da du nicht mit mir reden willst, habe ich dir etwas Gesellschaft mitgebracht. Vielleicht magst du dich lieber mit denen unterhalten. Red, fahre dein Programm ab. Moment mal. Was ist das denn für ein Ungeheuer? Analytische Feststellung. Ich bin ein Kampfroboter der neuesten Generation. Meine Aufgabe ist es, mir anvertraute Schutzbefohlene mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu beschützen und zu verteidigen. Eure Piraten haben auf uns geschossen. Das finde ich gar nicht gut. Ich würde vorschlagen, wir lassen die beiden mal alleine, Chief Galahad. Hey, warte mal. Also gut, schon gut. Was wollt ihr wissen? Wer ist euer Anführer? Und wo finden wir ihn? Ich weiß es nicht. Red? Hören Sie, ich weiß es wirklich nicht. Ich beschwöre es. Ich bin doch auch noch gar nicht so lange bei den Piraten dabei. Wir haben nur den Auftrag, Schiffe zu überfallen und die Beute ins Piratennest zu bringen. Dort wird sie dann in der Stadt auf unscheinbare Schiffe verteilt, welche sie wiederum auf einen anderen Planeten schmuggeln. Aber wohin und für wen, weiß ich nicht. Ich bin doch auch nur ein ganz kleines Licht. Wo ist euer Piratennest? Eines der Nester ist auf Garin 3, dem kleinen Wüstenplaneten im Motori-System, wo sie uns geschnappt haben.
etwas außerhalb von Los Nerva, einer kleinen Stadt mit Raumhafen, wo vor allem Wasserhandel betrieben wird. Danke. Mehr brauchen wir nicht. Chief Galahad? Red? Hey, und was seht ihr doch hier? Und, was denken Sie? Glaub ihm. Und als kleines Licht scheint er wirklich nicht mehr zu wissen. Aber... Ich glaube auch, dass allerdings mehr hinter der Sache zu stecken scheint als bloße Angriffe von Piraten. Wie kommen Sie darauf? Unser Freund da drin sprach von mehreren Piratennestern. Zudem die Überfälle der Frachtschiffe in unterschiedlichen Systemen. Das Schmuggeln der Beute in unauffälligen Schiffen. Und außerdem scheinen die Piraten bestens über die Routen der Frachtschiffe Bescheid zu wissen. Das ist alles sehr organisiert. Zu organisiert für Piraten. Ja, das stimmt. Es scheint tatsächlich mehr dahinter zu stecken. Was haben Sie jetzt vor, Cosmo? Wir müssen unbedingt herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ich schlage vor, dass Sie ein weiteres Frachtschiff organisieren, das durch den Otori-Sektor kreuzt. Unbemannt und ohne Eskorte, sodass niemand einer Gefahr ausgesetzt wird. Was haben Sie vor? Wir lassen die Piraten dieses unbemannte Frachtschiff kapern. Ich werde mich mit Red in der Silver Star bei aktiviertem Tarnschild auf die Lauer legen und den Piraten unbemerkt in ihr Nest folgen. Dort erfahre ich dann vielleicht mehr darüber, wohin und zu wem sie ihre Beute bringen. Ein sehr riskanter Plan. Brauchen Sie Verstärkung? Nein. Es ist besser, wenn Red und ich im Verborgenen agieren können. Organisieren Sie nur das Frachtschiff, Chief. Also, komm schon, Red. Es geht zurück ins Otori-System. Freudige Erwartung. Jetzt geht es endlich wieder los. So, da sind wir wieder im Otori-Sektor. Deaktiviere die Waffensysteme und schalte alle Energie auf das Zahnfeld. Besorgte Anmerkung. Nach unserem letzten Aufenthalt hier könnten die Piraten den Sektor diesmal etwas genauer in Augenschein nehmen. Ja, das glaube ich auch. Diesmal werden sie ihre Augen offener halten und wachsamer sein. Das Tarnfeld muss absolut stabil sein, sonst entdecken sie uns. Analytische Mitteilung. Das Tarnfeld ist jetzt bei 100%. Fällt stabil, keine Fluktuationen. Genau im richtigen Moment. Siehst du? Da vorne kreuzen schon zwei Piratenjäger und patrouillieren durch den Raum. Sie checken die Lage. Sie wussten also wirklich Bescheid. Das bestätigt nur meinen Verdacht, dass sie bestens organisiert sein müssen. Da! Da ist der Frachter. Feststellung. Die Piraten kundschaften ihn aus. Sie greifen nicht an. Noch nicht. Aber da kommen schon die anderen Jäger. Und ein Körperschiff. Sie nehmen den Frachter in Schlepptau. Gib langsam Schub, Red. Wir folgen denen im Tarnmodus zu ihrem Piratennest. Der Tarnmodus der Silver Star ist ein dynamisch-elektromagnetisches Feld, welches Sensoren und Radarstrahlen um das Schiff herumlenken kann, ohne die Signale dabei zu streuen. So kann das Schiff von feindlichen Sensoren nicht geortet werden. Zudem ist das Tarnfeld dazu in der Lage, das Licht der sichtbaren Umgebung zu bündeln und zu reflektieren, womit die Silver Star für das menschliche Auge und für die meisten Wesen im Universum unsichtbar scheint. Im Tarnmodus folgt Commander Cosmo den Piraten in sicherer Entfernung zu ihrem Piratennest. Etwas außerhalb gelandet, gelingt es dem Commander, sich in die Basis der Piraten einzuschleichen und sie zu belauschen, als sie ihre Beute in ein anderes Schiff verladen. Naja, viel Beute haben wir mit diesem Fang nicht gemacht. Tja, der Boss wird sicher nicht zufrieden sein. Egal, ihm sind die Überfälle der Schiffe wichtiger als die Beute. Los, fass hier mal mit an. Ja, warte. Unseren Anteil haben wir sowieso sicher. Jetzt lass uns erstmal eine Pause machen. Das Kleinzeug verladen wir später. Und dann kann das Schiff nach Portos aufbrechen. Pause ist immer gut. Koppel, hörst du mich? Ungeduldige Freude.
Ich empfange Sie, Commander. Hört zu, die Piraten bereiten einen Transport zum Planeten Portos vor. Ich begebe mich hier auf das Schmuggelschiff und verstecke mich darin. Du wirst meinem Transponder-Signal nach Portos folgen. Da du die ganze Strecke nicht im Tarnmodus zurücklegen kannst, warte also etwas ab und folge uns dann in sicherem Abstand. Alles klar? Gesorgte Bestätigung. Verstanden. Ich gebe dem Schmuggelschiff etwas Vorsprung. Passen Sie auf sich auf, Commander. Das mache ich, mein Freund. Versteckt an Bord des Schmugglerschiffs landet Commander Cosmo schließlich in einem der vielen Raumhäfen des Planeten Portos. Der Commander hält sich im Verborgenen und will den richtigen Zeitpunkt abwarten, bevor er zur Tat schreitet. Angespannt beobachtet er die Piraten, die mit dem Ausladen der Beute beschäftigt sind, als sich ihnen eine mit einem langen schwarzen Umhang bekleidete Gestalt nähert, welche einen Helm trägt, dessen Front eine unheilvolle Totenmaske ziert. Hier rüber! Stell das hier rüber! Ach ich, nur keine Hektik! Wartet, da kommt der Boss! Ist das etwa alles vom letzten Beutezug, Kosotori? Ja, Boss, es gab leider ein paar Schwierigkeiten bei den letzten Überfällen. Und das soll ich euch glauben? Oder habt ihr mehr Beute behalten, als euch zusteht? Nein, wirklich nicht, ganz bestimmt nicht. Welche Schwierigkeiten sind bei eurem Beutezug aufgetreten? Das vorletzte Frachtschiff hatte mehr Geleitschutz als angegeben. Da war irgendetwas schiefgelaufen. Ja, da kam plötzlich wie aus dem Nichts ein weiteres Schiff. Das hat uns richtig in die Mangel genommen. Ein Schiff. Ein Schiff hat euch in die Flucht getrieben? Naja, da war ja auch noch die andere Eskorte. Aber hauptsächlich war es dieser pfeilschnelle, glänzende Vogel. Der war überall. Vor uns, hinter uns, über uns. So schnell konnten wir gar nicht gucken, Boss. Beeindruckend. Klingt so, als sollte dieser Pilot künftig für uns arbeiten. Ich wünschte nur, ich wäre dabei gewesen. Dann hätte ich mit ihm reden können. Das können Sie jetzt nachholen. Keine Bewegung in Reihe. Ganz ruhig. Mit meinem Blaster ziehe ich genau auf euren Boss. Sieh an, sieh an. Sie sind also der Pilot, der meine tapferen Piraten in die Flucht geschlagen hat. Und mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Commander Cosmo. Und wer seid ihr? Man nennt mich den Schwarzen Baron. Und nun, Commander, lassen Sie bitte Ihre Waffe fallen. Und warum sollte ich das tun? Tja, warum solltest du das tun? Weil ich euch sonst mit meinem Blaster ein Loch in euren Rücken brenne. Los, lass die Waffe fallen. Vielleicht gebt ihr doch einen guten Piraten ab, Commander. Sonst hättet ihr wohl besser auf eure Umgebung geachtet. Und bemerkt, dass die Pilotin, die euch jetzt von hinten mit ihrem Blaster bedroht, den Transporter noch nicht verlassen hatte. Also, lassen Sie jetzt bitte Ihre Waffe fallen, Commander. Mit einem Blaster im Rücken muss sich Commander Cosmo dem Schwarzen Baron geschlagen geben. Cosmo scheint in einer aussichtslosen Lage, aus der es kein Entrinnen gibt. Weltraumpiraten überfallen überall in der Galaxis Dutzende Frachtschiffe. Commander Cosmo wird vom interplanetarischen Geheimdienst um Hilfe gebeten, dem Treiben der Piraten ein Ende zu setzen. Während eines Weltraumgefechts gelingt es dem Commander mit seinem Co-Piloten Red und dem schnellen Raumschiff Silverstar, einen Piraten gefangen zu nehmen. Man kann in Erfahrung bringen, dass die Piraten sehr organisiert und im Auftrag von einer noch unbekannten Person handeln.
Commander Cosmo schmuggelt sich schließlich gut versteckt an Bord eines Piratenschiffs, welches ihn zum Planeten Portus führt. Dort gelangt er jedoch in die Fänge des schwarzen Barons, welcher der Kopf der Piraten scheint. Von den Piraten entwaffnet, ist der Commander dem schwarzen Baron ausgeliefert. Ich danke Ihnen für Ihre Kooperation und dass Sie Ihre Waffe haben fallen lassen, Commander. Hält sie auf. Und nun, für wen arbeiten Sie? Quid pro quo, Baron. Ich bin euch entgegengekommen und habe meinen Blaster fallen lassen. Und nun seid ihr wieder am Zug, denke ich. Für wen arbeitet ihr denn? Sie sind ein verwegener Mann, Commander. Das bewundere ich. Aber was soll's? Sie werden diesen Hangar ohnehin nicht mehr leben verlassen. Daher kann ich euch auch etwas über meine Pläne verraten. Ich bin ganz Ohr. Sehen Sie, Commander, all das hier dient nur einem Zweck. Eurer Regierung ihre eigene Schwäche und ihre Machtlosigkeit zu demonstrieren. Es geht hier nicht um Piraterie oder Profit. Es geht um Politik, mein Freund. Um Politik. In der Regierung gibt es einen Senator, der findet, dass euer verweichlichter Präsident schon viel zu lange im Amt ist. Es geht um einen Umsturz. Ganz genau, mein Freund. Die Piratenüberfälle sind nur ein Teil des Plans. Ich verstehe. Sie wollen intrigieren und den Ruf des Präsidenten und somit der Regierung schaden. Wirklich? Sie sind ein cleveres Kerlchen. Tja, vielleicht zu clever für einen lausigen Piraten. Sie hätten auch besser auf Ihre Umgebung achten sollen, Baron. Hä? Was meint ihr denn damit, Boss? Neben meiner Waffe hätten Sie auch meinen Kommunikator verlangen sollen, den ich am Handgelenk trage. Oder dachten Sie wirklich, ich wäre alleine hier? Red? Was zum Bereitschaft! Euch in Sicherheit! Feuer einstellen! Genug haben. Kampftaktische Analyse. Menschliche Verluste 0. Umgebung zu 87% zerstört. Analysekorrektur. Umgebungszerstörung 88%. Los, schnell zurück zu Silverstar und dann nach Central City. Galahad muss erfahren, welche Absichten hinter den Plänen der Piraten stecken. Beim Geheimdienst auf Central City berichtet Commander Cosmo dem Geheimdienstchef Galahad vom Schwarzen Baron und den Plänen, dass ein Senator mit Hilfe der Piraten den Umsturz der Regierung plant. Ich kann es nicht fassen. Ein wirklich teuflischer Plan. Aber wer könnte dieser Senator sein? Ich weiß es nicht. Der Schwarze Baron hat keinen Namen genannt. Und selbst wenn er es getan hätte, wir hätten keine Beweise für eine Verhaftung. Der Schwarze Baron, wo mag der hergekommen sein? Ach, auch das weiß ich leider nicht. Er sprach stetig von eurer Regierung und euer Präsident. Mir scheint, dass er zumindest nicht zur Interplanetaren Union gehört. Wie dem auch sei, wir müssen zunächst herausfinden, welcher Senator in diesen Machenschaften verstrickt ist. Richtig. Wenn wir erst einmal wissen, um welchen Senator es sich handelt, können wir auch ermitteln und Beweise gegen ihn sammeln. Zufälligerweise ist heute eine außerordentliche Staatsversammlung einberufen worden. Sie und ich werden daran teilnehmen und uns die Senatoren einmal ganz genau anschauen. Werte Anwesende, ich bitte um Ruhe.
Ich bitte um Ruhe, werte Anwesende. Bitte, nehmen Sie wieder Ihre Plätze ein. Als nächstes spricht zu Ihnen Senatorin Montra. Senatorin, Sie haben das Wort. Ich danke Ihnen, Vorsitzender. Werte Senatorin und Regierungsangehörige, ich habe zur außerordentlichen Sitzung rufen lassen, um über einen Missstand aufzuklären. Über einen Missstand in unserer Regierung. Besser gesagt, ist unsere Regierung der Interplanetarischen Union ein einziger Missstand. Ich muss um Ruhe bitten. Beruhigen Sie sich. Ich rufe den Saal zur Ordnung. Werte Anwesende, bitte nehmen Sie wieder Ihre Plätze ein. Fahren Sie fort, Senatorin. Seit Wochen werden die interplanetaren Handelsrouten von Piraten belauert und Frachtschiffe angegriffen und gekapert. Und die Regierung? Sie tut nichts. Oder nicht genug, um gegen diese Piraten vorzugehen. Wie Sie wissen, bin ich Eigentümerin der Portus Handelsgesellschaften und Vorsitzende der Handelsunion. Und es sind vor allem Schiffe unserer Handelsunion, welche den Piraten immer wieder zum Opfer fallen. Wenn nicht endlich etwas unternommen wird, sehe ich die Handelsunion dank dieser unfähigen Regierung für gescheitert und lege nicht nur mein Mandat, sondern auch alle Handelsabkommen nieder. Ja, sie hat recht. Ruhe, bitte. Ich bitte um Ruhe. Ich muss um Ruhe bitten. Ruhe, bitte. Senatorin Montra, Sie wissen, was das bedeutet. Eine Niederlegung Ihres Mandats hätte schwere politische Auswirkungen zur Folge. Neuwahlen wären unumgänglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie, hochgeschätzte Senatorin, dies wirklich wollen. Doch, genau das ist meine Absicht. Ich stelle somit ein Misstrauensvotum gegen die aktuelle Regierung und teile jetzt an Ort und Stelle mit, dass ich mich selbst als Kandidatin zur Neuwahl des Präsidenten der Interplanetarischen Gemeinschaft aufstelle. Ich glaube, wir haben unseren Senator gefunden. Was meinen Sie, Commander? Noch haben wir keine Beweise. Aber die Indizien sprechen dafür, dass Senatorin Montra hinter all dem steckt. Das hätte mir auch gleich auffallen müssen. Wie meinen Sie das? Sie ist die Senatorin vom Planeten Portos. Dort, wohin die Piraten ihre Beute geschmuggelt haben und ich auch dem Schwarzen Baron begegnet bin. Es waren zudem meist ihre Frachtschiffe, die überfallen wurden. Und für sie wäre es ein leichtes gewesen, die geheimen Handelsrouten an die Piraten zu verraten. Was haben Sie jetzt vor, mein Freund? Wir müssen Montra ihre Beziehung zu den Piraten irgendwie nachweisen. Und das gelingt uns sicherlich nicht hier auf Central City. Ich werde mich in ihr Haus auf Portus schleichen. Vielleicht stoßen wir dort auf irgendetwas, was sie in Beziehung zu den Piraten setzt. Während Red mit der Silver Star in den nahen Wäldern von Portus versteckt ist, schleicht sich Commander Cosmo in das große Anwesen von Senatorin Montra. Im Haus sucht Cosmo nach dem Arbeitszimmer der Senatorin, immer auf der Hut, nicht von den Wachen entdeckt zu werden. Beschworene Mitteilung. Ich hoffe, Sie wurden noch nicht entdeckt, Commander. Nein, Kumpel. Bisher bin ich ganz gut durchgekommen. Was gibt es? Erfreuliche Nachricht. Ich habe hier während meiner Wartezeit auf der Silver Star in den Computerarchiven von Portus einen Lageplan des Montra-Anwesens auftreiben können. Der sollte für Ihre Mission hilfreich sein. Moment, Kumpel. Da kommen zwei Wachen. Ich muss mich kurz verstecken. Hier ist alles in Ordnung. Sehr gut. Überprüfen wir nun die unteren Etagen. So. Sie sind weg. Bestätigung. Durch meine Wärmeimpulssensoren ersehe ich, dass sich die Wachen in das unterste Stockwerk begeben. Was? Du kannst sie sehen? Wieso hast du mir nicht gesagt, dass du so etwas kannst? Leichter Vorwurf. Sie haben mich nicht danach gefragt. Wenn du mal wieder ein Update durchläufst, informiere mich bitte über deine neu hinzugewonnenen Fähigkeiten, Kumpel. Erfreute Anerkenntnis. Das werde ich tun. Okay. Kannst du mich zum Hauptbüro der Senatorin lotsen?
Schiffis haben eine Zustimmung. Natürlich kann ich das, Commander. Sie müssen sich nur noch auf das Stockwerk über sich begeben. Dort befindet sich der Raum, den Sie suchen. Aber Vorsicht! Momentan patrouilliert eine Wache auf dem Gang. Nicht so schnell. Ich schlage vor, Sie warten einen Augenblick am unteren Treppenrand. Gut so. Die Wache dreht wieder um und durchläuft den Nebengang. Jetzt sind Sie außer Sichtweite. Sie können Ihren Weg nun fortsetzen. Der Raum vor Ihnen, zu Ihrer Linken. Ziel erreicht. Danke, Kumpel. Befriedigende Äußerung. Gern geschehen. So, ich bin drin. Vielleicht finde ich etwas in den Unterlagen der Senatorin. Irgendwo hier muss sie doch ein Datapad oder sowas haben. Kannst du mit deinen Sensoren auch danach scannen? Betrübtes Eingeständnis. Tut mir leid, Commander. Dafür bin ich zu weit vom Gebäude entfernt und empfange zu viele sich überlagernde elektrotechnische Impulse, um die Signatur eines einzelnen Gerätes zu identifizieren. Dafür müsste ich... Oh-oh. Was heißt oh-oh? Alarmierte Feststellung. Senatorin Mondra ist soeben mit ihrer Fähre eingetroffen und begibt sich ins Haus. Sie scheint in Begleitung zu sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihr Hauptbüro aufsuchen wird, ist sehr hoch. Und... Oh-oh. Schon wieder oh-oh? Würdest du bitte damit aufhören? Besorgte Beobachtung. Wie Sie wünschen. Die Wache ist zurückgekehrt und patrouilliert nun wieder vor ihrer Tür. Sie haben keine Möglichkeit, den Raum rechtzeitig zu verlassen. Ich schlage vor, Sie verstecken sich in der klaren Kammer zu Ihrer Rechten. Es wird zwar etwas eng werden, weil sich da in einem Reinigungsdruide befindet, aber es ist die einzige Möglichkeit, um unentdeckt zu bleiben. Okay, Kumpel. Funkstelle ab jetzt. Mein Auftritt bei der Senatsversammlung dürfte der Regierung zu schaffen gemacht haben. Unsere inszenierten Piratenüberfälle auf meine Frachtschiffe werden dem Präsidenten das Genick brechen. Nicht mehr lang und ich werde auf seinem Stuhl sitzen. Ich gönne mir darauf einen kleinen Siegestrunk. Ich weiß ja, dass Sie nichts trinken, sonst würde ich Ihnen auch etwas anbieten. Hochmut kommt vor dem Fall, Senatorin. Noch haben wir nichts erreicht. Und für eine Siegesfeier ist es verfrüht. Muss ich Sie daran erinnern, dass meine Gebieter äußerst ungehalten über die nur langsam voranschreitenden Entwicklungen sind? Eure Gebieter sind ungehalten? Mein lieber Baron, muss ich Sie daran erinnern, dass eure dezimierte Flotte unterlegen ist? Mit einem Krieg wäre euer Vorhaben zum Scheitern verurteilt. Ihr braucht mich, um in eurem Teil der Galaxis herrschen zu können und zu unser beider Vorteil wieder zu Reichtum und Macht zu kommen. Eine Hand wäscht die andere. Ihr helft mir, mit euren Piraten die Präsidentschaft an mich zu reißen und im Gegenzug erhaltet ihr die notwendige finanzielle Unterstützung für euer Vorhaben. Ich glaube, Sie verkennen die Lage, Senatorin. Nicht wir arbeiten für Sie. Sie arbeiten für uns. Lassen Sie mich runter! Ich könnte Sie jetzt wie eine Made zerquetschen. Vergessen Sie nicht, wir können Sie für unser Vorhaben auch durch einen anderen Senator ersetzen. Oh, verdammt! Ach, wen haben wir denn da? Den Schnüffler aus dem Hangar. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Das ist Commander Cosmo. Er arbeitet für Galahad und den Geheimdienst. Ich habe die beiden zusammen bei der Senatsversammlung gesehen. So. Ein Agent also. Der eine Waffe auf Sie richtet, Baron. Ich denke, ich habe genug gehört. Ich verhafte Sie wegen Hochverrat, Senatorin. Und Sie, Baron, wegen Piraterie und Beihilfe. Sie glauben doch nicht, dass Sie hier lebend rauskommen, Commander. Wachen! Wachen! Und wieder muss ich Sie bitten, Ihre Waffe auszuhändigen. Und Ihren Kommunikator, bitte. Diesmal wird Ihnen Ihr großer roter Freund nicht aus der Klemme helfen, befürchte ich. Geben Sie auf, Commander! Sie haben verloren! Tut mir leid. Daraus wird nichts. Was ist hier los? Ein Eindringling! Nehmt ihn gefangen! Ihr schießt ihn! Macht was! Nicht mit mir! Ja. Lass ihn nicht entkommen! Lass mich aus dem Gebäude! Kuppel!
was sagen. Macht die Silver Star sofort startklar. Und landet direkt auf der Ebene von dem Hauptgebäude. Ich schieße mir den Weg schon frei. Und dann müssen wir sehen, dass wir schnellstens hier wegkommen. Ja, Feiglinge. Komm, tut doch was. Der Kerl schießt ziemlich gut. Kommt nicht dahin heran. Idioten. Wo wollen die hinbekommen? Unsere Freund will in seinem Schiff entkommen. Aber mir und meinem Piratenjägern wird er nicht entkommen. Er ist der schwarze Baron. Alle Jäger sofort ins Gefecht. Alle Jäger sofort ins Gefecht. Verstanden. Alle Jäger, Bereitschaft. So, Kommander Cosmo. Dann wird sich zeigen, wer von uns der bessere Pilot ist. Entmutigende Entdeckung. Commander, vor uns befinden sich 23 weibliche Jäger auf Abfangkurs. Ich hab's ja gesehen. Also, gib mir 10% der Antriebsenergie auf die vorderen Schilde. Wir rutschen durch sie durch und dann aktiviere das Tarnfeld, damit wir... Oh! Was war das? Analyse. Der Tarnfeldgenerator. Ein Jäger hat sich uns von hinten genähert und den Generator getroffen. Gleich ist es aus mit dir, Commander Cosmo. Gleich hab ich dich. Das muss der schwarze Baron sein. Wir müssen ihn abschütteln. Red, ist der Generator schwer beschädigt oder können wir in den Tarnmodus gehen? Besorgte Feststellung. Leider ist der Generator zu stark beschädigt. Er wird nicht in der Lage sein, ein stabiles Feld aufrechtzuerhalten. Unsere Chancen im Gefecht gegen die zahlenmäßig überlegenen Piraten zu bestehen, sind ebenfalls sehr gering. Ein alter Freund von mir sagte stets, erzähl mir nie, wie meine Chancen stehen. Pikierte Aussage. Da soeben auf einer unserer beiden Hyperantriebe getroffen wurde, haben sich diese nicht wirklich gebessert. Ich schlage vor, mich in den Kampfmodus zu begeben und den Jäger hinter uns... Oh-oh. Schon wieder dieses Oh-oh? Unser rückwärtiges Bordgeschütz wurde gerade pulverisiert. Dann schießt er gut. Cosmo, Sie waren ein guter Pilot. Meine Hochachtung. Aber Ihre Zeit ist nunmehr um. Meine Piraten werden den Rest... Was zum... Können Sie Hilfe gebrauchen, Commander? Galahad! Hier Flottenkommandantin der Interplanetaren Union. Staffelführer 1 bis 5, schwärmen Sie aus und nehmen Sie sich die Piraten vor. Verstanden. Ich nehme mir die da links vor. Wollen wir die auf der rechten Seite? Ich wusste doch, dass es ein paar Schwierigkeiten geben würde. Und so komme ich auch mal hinter meinem Schreibtisch hervor. Und keine Sekunde zu früh. Erfreut ist dafür halt. Wenn Sie mögen, können wir ein entspanntes Ölbad nehmen, wenn hier alles vorbei ist, Chief Galahad, Sir. Gegen die aus dem Hyperraum aufgetauchte Großkampfflotte der Interplanetaren Union, welche Commander Cosmo zu Hilfe eilt, haben die Piraten nicht den Hauch einer Chance. Viele von ihnen werden schließlich gefangen genommen. Lediglich der schwarze Baron kann mit seinem Raumjäger der Flotte entkommen und verschwindet in den Tiefen des Weltalls. Im Hauptquartier des Geheimdienstes auf Central City lassen Geheimdienstchef Chief Galahad und Commander Cosmo die Ereignisse noch einmal Revue passieren. Also an Ihren Abenteuern teilzunehmen, das hält einen jung. Und Sie wollen wirklich nicht permanent für mich arbeiten, mein Freund? Vielen Dank für Ihr Angebot, Chief. Aber ich muss leider ablehnen. Es gibt da draußen noch viele Abenteuer, die auf mich warten. Und Red und ich... Wir sind beide nicht dafür gemacht, zu lange an nur einem Ort zu bleiben. Nicht wahr, Kumpel? Bedingt der Zustimmung. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie mir nach unserem Abenteuer ein paar Tage der Erholung versprochen haben, Commander. Dies impliziert zumindest eine angemessene Verweildauer an einem Ort. Keine Sorge. Du kriegst schon noch dein Ölbad. Und was passiert nun mit Senatorin Mondra? Die Senatorin wird vor Gericht gestellt. Und sicherlich wegen Hochverrats im Gefängnis landen. Ihre politischen Ambitionen dürften damit beendet sein. Und dieser ominöse schwarze Baron? Tja, über den konnten wir kaum etwas in Erfahrung bringen.
Selbst die Senatorin konnte kaum Angaben zu ihm machen. Alles, was wir wissen, ist, dass er nicht aus unserem Teil der Galaxis zu kommen scheint. Und die Senatorin sich nicht ganz sicher ist, ob es sich bei dem Schwarzen Baron um einen Menschen handelt. Er soll wohl übermenschlich starke Kräfte haben. Obendrein scheint er auch noch ein exzellenter Pilot zu sein. Sei es wie es sei. Jedenfalls ist er unserer Flotte entkommen und wer weiß, wo jetzt in welche Ecke der Galaxis verschwunden. Ich befürchte nur, wir werden dem Baron nicht zum letzten Mal begegnet sein. Wer immer er auch ist. Commander Cosmo, die Weltraumpiraten. Eine Soundjob-Produktion in Kooperation mit der Hörspiel-Community von hörtalk.de. In den Rollen: Thomas Zöcker als Commander Cosmo, Marvin Kopp als Red, Matthias Heil als Chief Galahad, Lars Eickstedt als Schwarzer Baron, Bruna Marold als Senatorin Mondra und als Erzähler Benno Silberer. In den weiteren Rollen: Pirat Nummer 1, Michael Piotrowski. Pirat Nummer 2, Manuel Otte. Pirat Nummer 3, Story Yoshi. Piratin Nummer 4, Janine Lange. Pirat Nummer 5, Markus Hildebrand. Erik Ley als Regierungssprecher. Jan Hennings als Frachterkapitän. Maria Arato als Operator. Michael Malewski als Palastwache. Christine Helmecke als Flottenkommandantin. Anja Klukas als Zivilistin. Chris Benack als Zivilist Nummer 2. Marco Schmidt als Zivilist Nummer 3. Und Katrin Haber als Reinigungsdruide. Idee, Produktion, Musik und Sounddesign von Markus Hildebrand. Lektorat von Lars Michael Hahn. Dieses Hörspiel entstand unter Mitwirkung der Community von hörtalk.de und steht unter Creative Commons Lizenz 4.0 für non-kommerzielle Verwendung.